Highway TV, Ihr Infotainment aus der Obersteiermark, heute mit folgenden Themen. Der Liptap, eine Stadt in Partylaune. Die singende Pflegehelferin, Ivana und die große Chance. 80er-Ehrungen auf der Burg Oberkapfenberg. Sprechtag neu, Stadtgespräche in Bruck. Neue Citybus-Verbindung zwischen Bruck und Obereich. Initiativen zur Verkehrsentlastung in Kapfenberg. Personelle Änderungen in der Brucker Volkspartei. Leoben kreativ, eine Stadt sucht ihren Nachwuchsstar. Eishockey-Auftakt mit den HC Steelers. Unsere Magazine, Zamtron, der Steiner Franz besucht das alte Haus in Törl. Und im Rockblock diesmal Lichtspieler. Da-d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 a
bisschen schöner werden. Energieberatung, E-Mobilität, Redzack Elektroshop, Elektroinstallationen, Photovoltaik, Solaranlagen, Fernsehen, Internet und Telefonie und eine eigene Kundendankstelle. Das alles und noch viel mehr. Lassen Sie sich von unseren Profis beraten. Die Stadtwerke Kapfenberg, Ihr Partner fürs Leben. Den gesamten Liptab sehen Sie auch auf dem YouTube-Channel von Opus. Klicken und teilen Sie, damit auch mit den Views ein neuer Rekord erreicht werden kann. Äußerst erfolgreich ist derzeit auch ein weiteres Gesangstalent aus der Region unterwegs. Nach Thomas David ist eine Kapfenberger Pflegehelferin bei der ORF-Castingshow Die große Chance mit dabei. Und sie ist bereits in der nächsten Runde. Das ist Ivana und das ist ihr Arbeitsplatz, das Pflegeheim Johann Böhmstraße in Kapfenberg. An sich nichts Ungewöhnliches, wäre da nicht diese unglaubliche Stimme. Ja, und diese Stimme hören ab sofort nicht nur die Bewohner des Pflegeheims, sondern ganz Österreich. Denn die singende Altenpflegerin Ivana beweist derzeit ihr Können auf der größten Talentbühne des Landes. Die ORF-Castingshow Die große Chance ist ihre ganz große Chance, ihren Traum zu verwirklichen. Einen Traum, den sie schon im Kindesalter hegte. Immer habe ich irgendwo so als Kind habe ich gesungen und wenn war ich so älter, habe ich gewartet, bis kommt diese große Chance. Und ich habe sich rausgenommen, so Lieder, welche habe ich wirklich noch als Kind gesungen. Und wenn ich werde singen, die Lieder bis Finale, ich mache sich mein Großtraum, wenn ich war so Kinder. Werden wir sehen, was wird weiter, weil es ist noch und gibt es noch bessere und auch natürlich größere Konkurrenz. Aber für mich ist schon jetzt mehr wie genug und bin zufrieden. Jo. Schon jetzt zufrieden und glücklich über den Einzug ins Viertelfinale. Und dennoch, der Kampfgeist, der ist geweckt. Denn nur zu gerne würde sie es stimmgewaltig ins Finale schaffen. Jetzt bin ich immer stärker und jetzt habe ich sehr große Kraft und Lust weiter gehen und will ich gehen weiter. Ich muss nicht gewinnen, aber will ich sicher gehen bis Finale, wenn werden wir sehen. Ja, und was, wenn sie doch gewinnt? Immerhin gibt's für den Erstplatzierten 100.000 Euro. Ich will nicht denken, aber wenn ich gewinne, gell, dann so, mein Traum ist so, sicher kaufen sich so Wohnung und mein Traum ist auch machen so Musikstudio und suchen Kinder, welche haben Talent. Und machen für diese Kinder so Musik, CD und ein bisschen so Hand geben für die Kinder und zeigen, schauen sie, so sind Talente, weil es sind sehr viele Talente und haben keine Chance. Junge Talente suchen und ihnen eine Chance bieten, sich musikalisch in Ivanas Studio zu verwirklichen, wenn sie denn die 100.000 Euro gewinnen sollte. Doch bevor es soweit ist, muss Ivana in den Live-Shows die Jury und das Publikum überzeugen. Gelegenheit dazu bekommt sie bereits am 17. Oktober. Dann heißt es für Familie, Freunde, Kollegen und Bewohner wieder ganz fest Daumen drücken. Es geht um den Einzug ins Halbfinale. So oder so. In Arbeit bin ich ein Popstar. Die 80er-Ehrung ist in Kapfenberg bereits zu einer lieben Tradition geworden. Und so ging es auch heuer wieder für die Jubilare mit dem Bus auf die Burg Oberkapfenberg, wo ein launiger Nachmittag auf die Geburtstagskinder wartete. Ein wahrlich ritterlicher Empfang wurde den Jubilaren auf der Burg Oberkapfenberg gemacht.
Fanfarenbläser, Dudelsackspieler und Trommler erwarteten die Gäste bereits vor dem Burgtor. Ein kleiner Sektempfang auf der Burgterrasse sorgte gleich für ausgelassene Stimmung, ehe die Greifvögel der Burgfalknerei die Geburtstagskinder in Staunen versetzten. Bei bestem Flugwetter bewiesen Flaumi, Shogun und Co., dass sie nicht umsonst Könige der Lüfte genannt werden. Nach der Greifvogelschau und einem Kurzfilm über Kapfenberg ging es zum gemütlichen Teil in den Stubenbergsaal, wo das Volksmusikensemble der Musikschule Kapfenberg die Jubilare bereits erwartete. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man vor allem älteren Menschen in unserer Stadt die Wertschätzung zollt dafür, was sie für die Stadt geleistet haben. Sie waren sehr maßgeblich am Aufbau der Stadt beteiligt und daran beteiligt, dass es uns heute auch sehr gut geht. Und das ist ein kleines Dankeschön. Wir können nicht viel tun, aber trotzdem, die anwesend sind, freuen sich immer über die Einladung. Und mir persönlich tut es sehr leid, weil es sind ca. 150, die eingeladen worden sind. Davon doch nur ein kleiner Teil gekommen ist. Aber die immer kommen, die freuen sich. Und es soll ein kleines Dankeschön sein, dass sie so viel für Kapfenberg gemacht haben. Und weil so ein 80er so richtig gefeiert werden muss, haben es unsere Geburtstagskinder auch mit ihren Familien so richtig krachen lassen. Ich habe schon im Februar gehabt, die ganze Familie, 35 Leute im Gasthaus Ara. Ganz toll. Von 3 Nachmittag bis 3 in der Früh. Ich habe 2 Söhne und die haben sich beide also sehr bemüht, mir das so schön zu gestalten. Und die haben, nachdem ich sehr gern wandern tue mit meiner Gattin, waren wir in der Südsteiermark mit und unten alle Jahre mit dem Freundeskreis, immer Hügel auf, Hügel ab, das ist da und so. Und da habe ich von beiden Söhnen einen Aufenthalt für eine Woche bekommen, und zwar in Kitzsäck, ganz oben, nicht? Wunderschön. Und ja, die haben also ausgesucht, das Lokal hingeführt, haben sie mir, der andere hat mich heimgeführt mit der Gattin wieder. Nicht? Also das war sehr schön. Ja, da waren meine Geschwister da, ich bin ja aus Kärnten, von Afritzersee, bin aber 57 Jahre in Kapfenberg und da waren, ich habe noch 5 Geschwister, die waren alle da und dann habe ich 4 Kinder und 4 Schwiegersöhne und 10 Enkelkinder und in Debra wäre ich Uli-Oma, erste Mal, ja. Ein Hoch auf die Geburtstagskinder aus dem Jahr 1934. Mögen noch viele weitere Geburtstage im Kreise ihrer Lieben folgen. Bruck an der Mur setzt auf Bürgernähe und lädt zu Stadtgesprächen ein. Auch die kommende Fusion mit Obereich trägt bereits erste Früchte. In Kapfenberg setzt man auf eine etwas andere Mobilität im Alltagsverkehr. Und in der Brucker Volkspartei kommt es nach dem Ableben der zweiten Vizebürgermeisterin Roswitha Harrer zu personellen Änderungen. All das sehen Sie jetzt in unserer Region im Fokus. Reden Sie mit, bringen Sie sich ein. Denn Bürgermeister Hans Strassecker möchte die Zukunft der Stadt Bruck mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam gestalten. Aus diesem Grund lädt das Brucker Stadtoberhaupt gemeinsam mit allen Gemeinderäten parteiübergreifend zu den neu konzipierten Stadtgesprächen. Bis 21. Oktober sind insgesamt 12 Termine in allen Brucker Stadtteilen geplant. In lockerer und angenehmer Atmosphäre mit kostenloser Verköstigung haben die Bürger und Bürgerinnen die Möglichkeit, den politischen Vertretern der Stadt offen und ohne Hemmungen Fragen zu stellen und Ideen sowie Verbesserungsvorschläge einzubringen. Die Anliegen, Anregungen und Wünsche der Bevölkerung dienen als Grundlage für die Arbeit im Rathaus und der Weiterentwicklung der Stadt. Bruck, da sind wir alle gemeinsam und darum ist es notwendig, dass sich auch alle Bürgerinnen und Bürger daran beteiligen. Am 1. Jänner 2015 ist es soweit. Bruck und Obereich fusionieren. Und bereits jetzt wird das erste große gemeinsame Projekt verwirklicht. Ab 29. September fahren in Obereich gleich 2 neue Citybus-Linien. Linie 96 wird künftig Montag bis Freitag die Strecke von Picheldorf nach Bruck und wieder retour abdecken.
Linie 97 wird vom Bahnhof Bruck an der Mur bis zum Obereicher Gemeindeamt fahren. Für die Obereicher Bevölkerung, die bei der Planung mit einbezogen wurde, geht damit ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung. Da hat es bis dato keine Anbindung wirklich nach Bruck, eine regelmäßige Anbindung gegeben und gewisse Ortsteile waren eigentlich nur mit Taxi erreichbar. Das heißt, dort hat es keinen Citybus gegeben und ich glaube, es ist wichtig, dass die Bevölkerung hier auch weiter wohnen kann. Die Jungen sich hier wohlfühlen, um hier zu bleiben und die Eltern damit, dass sie den Abend, also den späteren Abend auch hier genießen können, dass sie hier auch, wenn sie älter werden, eine Busverbindung haben zum Doktor, zum Einkaufen und so weiter, das ist ganz, ganz wichtig. Aber auch die Brucker werden davon profitieren. Auch die Bruckerinnen und Brucker haben in Zukunft die Möglichkeit, den neuen Stadtteil Oberreich mit dem öffentlichen Verkehrsmittel zu erreichen. Hier gibt es viele Gastronomiebetriebe, hier gibt es aber auch ein Seniorenzentrum, wo ich weiß, dass viele Angehörige die Möglichkeit in Zukunft nutzen werden, hier mit dem öffentlichen Verkehrsmittel hinzukommen. Am 29. September fahren übrigens alle Gäste gratis mit den neuen Citybuslinien. Nähere Infos gibt's bei der Mürztaler Verkehrsgesellschaft oder unter www.verbundlinie.at. Nicht immer kommt man mit dem Fahrzeug schnell und zügig durch die Stadt. Auch Kapfenberg hat seine Rush-Hour. Dabei könnte es besser, schneller und vor allem umweltfreundlicher funktionieren. Es wird bereits an verkehrsentlastenden und somit auch umweltfreundlichen Maßnahmen gearbeitet. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn es auch kleine Schritte sind, Schritte zu tun und nicht nur am Stand davon zu reden, sondern wirklich einmal mit Schritten, mit praktischen Schritten zu zeigen, dass funktioniert. Am besten funktioniert es mit kompetenten Unterstützern, den Stadtwerken, die auf E-Mobilität setzen, dem öffentlichen Verkehrsnetz mit der Mürztaler Verkehrsgesellschaft an der Spitze und dem Leitbetrieb Böhler. Wir versuchen über unser Gesundheitsprojekt betriebliche Gesundheitsförderung möglichst viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bewegen, zu motivieren, dass sie mit ihrem Fahrrad zur Arbeit und wieder nach Hause fahren. Derzeit sind 46 Radfahrer unterwegs und in Zukunft will man wieder auf den Schichtbus setzen. Ein Umdenken im Verkehrsverhalten sollte aber bei allen einsetzen, denn die technischen Kapazitäten wie ein weiterer Ausbau des Straßennetzes sind weitgehend erschöpft. Gesundheit, Umwelt und Klima werden für die angebotenen Alternativen dankbar sein. Der Schock über den plötzlichen Tod von Roswitha Hara saß tief. Dennoch wurden nun die notwendig gewordenen Nachbesetzungen parteiintern geregelt. So wird nunmehr Bernhard Bretterhofer das Amt des zweiten Vizebürgermeisters bekleiden. Das frei gewordene Gemeinderatsmandat wurde mit der Unternehmerin Ulrike Uli Jungwirth besetzt. Ein Kernthema der Volkspartei wird der mögliche Bau der Westbrücke sein. Denn mit der Gemeindefusion Bruck-Obereich rückt dieses Projekt aus der Peripherie in die Mitte der neuen Stadt. Das Siedlungsgebiet, das Einzugsgebiet ist gewachsen durch viele Bautätigkeiten. Baulhofsiedlung, Friesenheim, Oberdorfer Straße, das sind ganz große Siedlungsgebiete und da könnten wir den Verkehr massiv entlasten. Vom 3. Oktober bis zum 2. November ist im Kulturzentrum Kapfenberg die Ausstellung Out of Frame des Künstlers Martin Kremsner zu bewundern. Die Besucher erwarten Grafiken und Skulpturen jenseits des Rahmens. Die Vernissage ist am 2. Oktober um 19 Uhr. Gleich zum Auftakt des Brucker Kabarettherbstes, Kabarett mit Qualität, wird am 4. Oktober ein besonderes Schmankerl geboten. Die Top-Kabarettisten Christoph Felbel und Reinhard Nowak besuchen mit ihrem Programm Helden für nix, das Kulturhaus. Beginn ist um 20 Uhr. Am 9. Oktober ist es wieder soweit. Der beliebte Gösserkirtag öffnet seine Pforten. An diesem heimlichen Feiertag der Leobner wird wieder die gesamte Innenstadt und die Gösserstraße aus allen Nähten platzen. Die Eröffnung ist um 9 Uhr. Mike Bench, eingängige Melodien, die das Publikum in gedankenverlorene Welten bringt. Unterstützt von einer vierköpfigen Band, bringt der Grazer am 10. Oktober die Exil Music Bar mit Rock'n'Roll und Folk Music zum Kochen. Beginn ist um 21 Uhr.
Das Aaron-Quartett aus Wien besucht am 23. Oktober den Spielraum Kapfenberg. Die vier Musiker widmen ihre Musik den Werken der Wiener Klassik des 18., 19. und 20. Jahrhunderts. Ein Muss für Freunde von klassischer Musik. Beginn ist um 19.30 Uhr. Im Rahmen des Jugendkulturprojektes Leoben Kreativ fand bereits im Juni das Casting Leoben sucht den Nachwuchs da statt. Die 8 Besten haben sich damals für die Wettbewerbsshow qualifiziert. Nun durften sie ihr Talent vor großem Publikum mit Liveband, Moderation, Jury, ja und allem, was eben zu einer großen Show dazugehört, endlich zeigen. Eines gleich vorweg, der Jury ist die Entscheidung ganz bestimmt nicht leicht gefallen. Jungen Talenten eine Bühne geben, ist gleich Leoben sucht den Nachwuchsstar. Eine gelungene Ausnahme von den zahlreichen Castingshows. Hier wurde nicht gekreischt und nicht gezickt, nein, hier wurde wirklich Talent gezeigt. Daniela, die Frau mit der Stimme aus Sand. Das Ziel von dem ganzen Abend ist, dass wir aus den Regionen, die sich das gewünscht haben eben für ihre Nachwuchstalente, böse Siegerwort, ja, weil eigentlich sind sie alle Sieger, weil sie sich alle trauen, vor so einem riesen Publikum, wie es hier ist, ein Theater mit drei Rängen ist so schwierig zu bespielen, dass sie sich alle trauen, hier anzutreten und ihr Bestes zu zeigen. Und wir wollen gerne für diese jungen Talente, die oft so ein bisschen untergehen in der Region, eine Bühne schaffen und ihnen einen Raum geben, wo sie ihr Talent eben zeigen können. Mit dem Auftritt im Stadttheater sind die 8 Finalisten ihrem Traum einen großen Schritt näher. Zuvor galt es aber, noch ein paar Konkurrenten auszuschalten. Gar nicht so leicht, oder? Ich habe nichts als hart empfunden. Ich habe den ganzen Prozess genossen. Finde es super, dass die Stadt Leoben sowas anbietet. Regionale Talente einfach zu fördern und weiter so, statt Leoben. Die Jury war mit den Kandidatinnen und Kandidaten äußerst zufrieden, sparte nicht mit Lob, aber auch nicht mit Kritik. Und gab Tipps und Tricks. Es ist ja auch keine Vernichtungsanstalt hier, was wir hier veranstalten, sondern es soll ja den jungen Menschen auch den Spaß weitergeben auf ihren Weg. Und es soll ihnen die Freude an der Musik ja nicht verderben. Ich finde das grandios. Ich habe die also beim Casting kennengelernt und es haben alle, die wir bis jetzt gehört haben, eine wahnsinnige Entwicklung genommen. Das heißt, wir haben mit denen ein bisschen gearbeitet, haben ein bisschen Coaching gemacht. Die Generation Karaoke singt nicht nur nach, die jungen Finalisten schaffen es mittlerweile, jedes Lied zu ihrem eigenen zu machen und damit ihre Geschichte zu erzählen. Das ist das, was interessant ist, weil dann hören die Leute zu und das ist das, was ihnen sehr gut gelingt und das muss man einfach honorieren. Dieser Kreativität Raum geben, aufzeigen, was in den Jugendlichen steckt, neue Perspektiven schaffen. Ja, der Sinn und Zweck ist eigentlich, dass wir unsere Jugend auch in Leoben halten. Und wir wollen ihnen einfach Möglichkeiten bieten, die vielleicht andere nicht so bieten in dieser Form. Und ein Bereich ist eben die Kultur und da gibt es so viele Facetten. Und ich glaube, das kommt gut an und viele, viele Jugendliche nehmen davon schon Gebrauch. Und für Steven, Stevie und Ellie hat es sich schon gelohnt. Sie werden für einen Abend lang Mitglied im Profi-Ensemble des Tina Turner Musicals Queen of Rock sein. Am 26. September im Leobener Stadttheater. Sie ist ein Ereignis. Ein Naturereignis. Ich spreche von Jemaa Bovary. Unglaublich, in welchen Zustand mich diese Frau versetzt hat. Diese Frau ist ein Versprechen. Ein Versprechen, das in ihren kühnsten Sehnsüchten wunderbarer nicht sein könnte. Sie ist eine Frau,
die Sie in einen Zustand versetzen wird. Ich schwör's Ihnen, es ist überwältigend. Bombastisch. Eine Atombombe. Und ich weiß, wovon ich rede, denn ich hatte schon so einige Bomben in Händen. Aber das hier, das toppt alles. Wie sie die Bäckerei betritt, sich ein Croissant nimmt. Kurz und gut lassen Sie sich verführen von der entzückenden Gemma Bovary. Auftakt nach Wunsch und dennoch ein Erfolg. Die HC Steelers sind in ihre erste INL-Saison gestartet. Niki Pripasser und Michi Kratz waren für sie dabei. Die Zeit des Wartens hatte für Hockeyfans endlich ein Ende. Die Stallstadt-Jungs empfingen zum Saisonauftakt in der zweithöchsten österreichischen Spielklasse der International League die Eisbären aus Zell am See in Kapfenberg. Ein mit Spannung erwartetes Ereignis, das sich rund 1900 Zuseher nicht entgehen lassen wollten. In Scharen strömten die hockeybegeisterten Obersteirer in die Kapfenberger Eishalle. Ein erster Erfolg also für den erst im März gegründeten Eishockeyclub. Und das bereits vor Spielbeginn. Apropos Spiel, das begann mit einer 20-minütigen Verspätung. Eröffnet wurde der Hockeyabend nämlich mit einer Ehrung der Kapfenberger Eishockey-Legende Miro Berek. Also ich habe sowas noch nie erlebt, sowas. Ich muss dir schon sagen, dass ich war gerührt zum Trennen fast. Auch wenn ich bin gekommen von dem harten Sport, aber das hat mich wirklich gerührt. Einer ist klar, dass ich habe hier irgendwie vielleicht ein bisschen Spur gelassen im Eishockey, aber auf jeden Fall, ich glaube, das ist alles Vergangenheit. Jetzt, nach dem, was ich habe gesehen, wie die Jungs, die neue Führung bemühen sich und das ganze Publikum ist wieder hier. Und da muss ich schon sagen, ich glaube, das hat angefangen wieder eine neue Ära, erfolgreiche Ära. Und in diese neue Ära sind die HC Steelers mit einer spektakulär inszenierten Teampräsentation der neuen Kapfenberger Eishockeymannschaft gestartet. Ja, und danach war es dann endlich soweit. Das erste Meisterschaftsspiel in der INL konnte beginnen. Ich bin begeistert, muss ich sagen. Kapfenberg war schon immer Eishockey-Stadt, wird es immer bleiben. Ich glaube, dass diese Mannschaft Chance hat, sich zu entwickeln und dass das Team, das jetzt hier am Werk ist, so wünsche ich es Ihnen, gute Arbeit leisten kann. Ich bin sprachlos. Durch die Organisation, was die Herren da auf die Beine gestellt haben, muss ich sagen, Hut ab. Also ich bin begeistert und es freut mich natürlich für uns als Sportstadt, dass Eishockey wieder so begeisterungsfähig ist. Wunderschön, dass Eishockey wieder zurück in der Stadt ist. In der Stallstadt ist definitiv wieder das Hockey-Fieber ausgebrochen. Und trotz der bitteren 0:2 Heimniederlage gegen Zell am See kann die Premiere der Kapfenberg Steelers durchaus als Erfolg gewertet werden. Ich gratuliere der Mannschaft. Nicht? Also man hat wieder Eishockey gesehen. Gell? Resultat, okay, wir haben verloren, aber das sagt in Sport nicht vieles. Wir haben Eishockey gespielt. Mit ein bisschen Glück hätten wir ein Unentschieden oder ein Sieg gemacht. Und dem Publikum, das was da war, also Hut ab, Dankeschön. Und ich hoffe, dass bei den nächsten Match auch wieder so viele Leute kommen und wir werden die Leistung wiederholen und dann natürlich auch gewinnen. Und darauf freuen sich die Kapfenberger Eishockey-Fans schon jetzt. Es war einmal und ist noch immer ein altes Haus in Thörl. Das hat auch unseren Steiner Franz interessiert und der hat sich von Altbürgermeister Günther Keier durch das ehemalige Herrenhaus samt seiner spannenden Geschichte führen lassen. Kommen auch Sie mit auf eine Zeitreise ins 15. Jahrhundert. Musik.
Das ist die Schachensteiner Ruine aus dem 15. Jahrhundert. Viel ist ja nicht überblieben von den steinernen Gemäuern, aber die Schachensteiner Landsknechte, die gibt es heute auch noch. Und die spielen heute uns zur Ehre vor dem alten Haus von Dörl bei Aflenz. Das alte Haus von Rokidoki ist nichts dagegen, was wir da drinnen alles erleben werden. Ich lade Sie herzlich ein, mit mir ins alte Haus hineinzumarschieren und sich ein bisschen vom Mittelalter betören zu lassen. Architektonisches Wunder ist das alte Haus in Dörl. Der Herr Altbürgermeister Günther Keier kennt das schon sehr lang. Wie lange warst du Bürgermeister? Nicht ganz 24 Jahre. Ja, du bist ein echter Dörler. Ich bin auch da geboren in Dörl, ja. Und das ist dein Hobby jetzt in der Pension. Absolut, ja. Hier als Hausmeister im alten Haus sozusagen auch Führungen zu machen. Wenn man da reinschaut, hinter uns, das ist die Kuchel aus der Burg. Was tut die liebe alte Frau? Na, das ist die Grete. Der ist zuständig bei uns zur Versorgung unserer Gäste. Jetzt macht sie gerade gebackene Burgmäuse, eine Spezialität des Hauses. Ja. Und da werden natürlich bis zu 80 Leute drinnen können versorgt werden von der Küche aus. Ja. Sind ja die entsprechenden Einheiten sehr groß. Ja, da ist lustig zuschauen. Okay. Aber das Feuer knistert da in dem Riesenofen drinnen. Ist ja das wärmste Eck in dem Haus. Das war interessant, der Blick in die Küche, wo gehen wir jetzt hin? Du, jetzt schauen wir kurz einmal hinein, da in das sogenannte Hammerherrenzimmer. Mhm. Und da Hammerherrenstube nennt man es bei uns. Da haben wir einen interessanten Bereich drinnen. Wir haben da einen Tisch drinnen, eine Tischplatte, der ist aus Stein. Und der hat natürlich den Zweck, dass die Getränke, weil man hat ja keinen Kühlschrank gehabt, damit die Getränke einfach kühl bleiben, wenn man es draufstellt. Und die braucht Mais sind auch schon da. Die sind auch schon drinnen, die warten schon auf uns. Da stehen wir jetzt vor einem würdigen Portal, da hinten spürt man schon die Schmiede des alten Hauses. Das ist ein uraltes Portal, gell? Richtig, ja. Das ist spätgotisch und ist eigentlich der Ursprung, gehört zum Ursprung überhaupt dieses gesamten Gebäudes. Weil, wie gesagt, da drinnen die Schmiede ist und die Schmiede war Bestand bereits Beginn des 12. bis 13. Jahrhunderts. Und nicht nur da drinnen im alten Haus ist es wunderschön, wenn man herumspaziert da in der Nachbarschaft, da sieht man auch tolle Sachen. Hast du mir schon gezeigt, zum Beispiel diese herrliche Kreuzigungsgruppe da draußen? Ja, die ist aus dem Jahr 1520 und wurde gestiftet vom Bögl. Und zwar war der Büchsenmeister da in Dörl, die waren in drei Generationen da bei uns. Und der hat natürlich entsprechende Wertigkeit gehabt, aber in diesem Raum war natürlich auch entscheidend für den Kaiser Maximilian I. Nachdem er eine sogenannte Bleibüchse eingeschossen hat und die dann explodiert ist, hat er schwere Beinverletzungen sich zugezogen. Und deswegen hat er dann, nachdem er das überlebt hat, hat er diese Kreuzigungsgruppe gestiftet. Und wenn wir da weiter umschauen, Richtung Straßen, da sehen wir ein Tor, das fast so eben ist wie der Rasen. Ein ganz flaches Tor. Was ist das Besondere? Nein, man muss wissen, das Tor geht ja tiefer hinunter. Das ist ja nur jetzt eben geschüttet worden. Da ist man durchgefahren bis ungefähr 1880. Mit allen Fuhrwerken und allen Fahrzeugen. Also das heißt, jedes Ochsenfuhrwerk, jede Postkutsche musste durch dieses Tor. Und vor allem die, was Metallteile da abgeholt haben oder hergeführt haben auf Dörl, eben zur Produktion. Und die haben dann dort Maut bezahlen müssen. Das heißt, es waren Raubritter da? Naja, Raubritter nicht, aber kassiert haben sie. Kassiert halt, haben sie, absolut. Haben für die Sicherheit gesorgt. Und jetzt sind unsere Zuschauer schon neugierig, was da drinnen passiert in der Schmiede. Schauen wir rein. Der Heißbolkträter hört man schon. Thank you.
wunderbar, die Schachensteiner Landsknechte mit der Schlussmelodie. Bevor wir uns endgültig verabschieden, Herr Altbürgermeister Günther Keier, ein wunderbares Erlebnis, hier durchs alte Haus marschieren zu dürfen, hier wieder zu Füßen dieser wunderbaren Ruine. Wenn da jetzt einer uns zuschaut und selber sich das einmal anschauen möchte, live, wie es da ausschaut im alten Haus, zu Törl, was muss der tun? Er braucht nur bei uns anrufen. Und dann meldet sich der Herr Altbürgermeister? Dann meldet er mich und dann kann er sich bei mir einen Termin mit mir vereinbaren und dann machen wir ebenfalls so eine Geschichte. Du machst auch die Führungen sozusagen? Ich mache auch die Führungen, wunderbar. Ja. Und du hast da etwas vorbereitet für uns? Das ist ein besonderer Anlass, das ist eine Hakenbüchse, hast du gesagt? Richtig, ja. Die unteren Bögel, in drei Generationen sind die gebaut worden da in Dörl und im Büchsengut geschmiedet worden. Das ist eine geschmiedete Feuerwaffe. Bögel hat es zu Tausenden gebraucht und wir haben natürlich auch zwei Stück davon. Und Hakenbüchse heißt sie, weil sie da vorne auf der Lafette einen Haken hat, damit der Rückstoß abgefangen werden kann. Mhm. Und der Durchmesser so einer Doppelhakenbüchse ist 27 mm. Also die Kugeln waren schon gewaltig. Man hat ca. 150 Schritte, das heißt 100 Meter, doch einiges vernichten können. Ein Vorderlader ist das. Ist das ein Vorderlader? Ich muss einmal den Oberschützenmeister fragen mit der Pfeifen. Ist er hier tätig? Was machst du beruflich? Ich bin beruflich Pensionist. Ich habe gearbeitet bei der Firma Böllerit als Angestellter. Und jetzt bin ich da Hakenbüchsenschütze. Die meisten haben in der Eisenindustrie gearbeitet. Viele bei Benk, genau. Andere bei Böller. Ja, und was hast du da jetzt? Das ist eine Lunte? Das ist eine Lunte und die wird dann angezündet und mit der kann man dann zünden, die Hakenbüchse. Vielleicht kannst du uns das vorführen, wie das funktioniert. Da, ich gehe ein bisschen weg. Lass einmal laden. Laden. Wahnsinn, jetzt haben wir da Schwarzpulver eingefüllt, jetzt sind wir schussbereit sozusagen, könnte man sagen. Ja, dann machen wir den Schlussschuss zu Ehren unserer Zuschauer bei Highway. Richtig. Die Frau haben wir noch nie gehabt. Ein Böllerschuss, da wird man auf der Tierisch was. Genau. Lassen wir es uns einmal vorführen. Du hast das Kommando zu sagen, Hakenbüchse zünden. Also, Hakenbüchse zünden. Gottes Willen. Barrierefreie Musik machen ab sofort die Lichtspieler. Mario und Michi kommen ursprünglich aus der Metal-Szene, gehen aber nun neue, sanftere Wege. Sehen und hören Sie nun hier auf Highway TV exklusiv die geheimnisvollen Lichtspieler. Hallo und herzlich willkommen zum Highway TV Rockblock. Naja, ich weiß, eine ziemlich simple Anmoderation. Normalerweise versuche ich ja im Vorfeld ein bisschen was über die Bands herauszufinden, zu recherchieren. Nicht so bei meinen heutigen Gästen, denn die Herrschaften von Lichtspieler, die sind ziemlich geheimnisvoll. Keine Facebook-Page, keine Homepage, keinerlei Infos im World Wide Web. Das heißt, der heutige Rockblock, der ist irgendwie so ein bisschen wie eine Überraschung sein. Man weiß nicht so genau, was einen erwartet. Also, Aufklärung bitte. Wer seid ihr und was macht ihr genau? Wir nennen uns Lichtspieler. Ich bin der Mario, der Michi, Gitarrist und Sänger. Und wir haben uns zusammengetan, um barrierefrei Musik zu machen, die Pop-Rock und Deutschrock ein bisschen vereint. Und warum jetzt so geheimnisvoll? Weil es uns noch nicht lang gibt, weil das quasi bei euch Premiere ist. Wir freuen uns irrsinnig, dass ihr euch Zeit nehmt für uns. Wir uns auch. Und ja, ist quasi erster Auftritt und dann gleich mit Kameras. Sind wir alle ein bisschen nervös, aber wird schon hinhauen. Aber sicher. Das heißt, geben tut es euch noch nicht lang. Ihr macht Deutsch, Rock, Pop so in die Richtung. Wie habt ihr euch zusammengefunden in der Konstellation und warum macht ihr diese Musikrichtung? Ja, also wir müssen dazu sagen, ich und der Mario kommen ja aus Metal-Bands eigentlich. Aber wir sind ziemlich breit aufgestellt vom Musikgeschmack. Also wir sind beide ziemliche Coldplay-Fans, kann man sagen. Und wir mögen halt jede Art von Musik, wenn es gut ist halt.
Und dann haben wir gesagt, ja, eigentlich nur Metal machen ist ein bisschen fad, machen wir mal was anderes. Dann haben wir gesagt, ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt, wenn einer jeder für sich einmal die Nummern schreibt. Und ja, das hat ziemlich gefruchtet, muss ich sagen, die letzten Monate. Und jetzt sind wir gerade dabei, die Sachen einmal auszuarbeiten. Und ein ganzes Album nehmen wir jetzt im Juli auf. Also ein Album, eine 4-Nummer-Demo. Und dann schauen wir mal, wie es ankommt, ja. Also ihr gebt eigentlich, obwohl es euch noch nicht so lange gibt, gleich Vollgas? Ja, Vollgas. Also die Nummern wollen wir natürlich einmal aufs Bandel kriegen. Also schauen wir mal, wie das bei den Leuten ankommt, ja. Und ob wir bestätigt werden, weil wir finden es gut, was wir machen. Und ja, schauen wir mal. Und gibt es jetzt nur deutsche Titel oder wird es auch englische Titel geben? Nein, das bleibt ausschließlich deutsch. Auf jeden Fall. Und wer schreibt von euch beide? Habt ihr jetzt beide geschrieben, oder wie? Genau, genau. Wir teilen uns das 50-50. Wer mehr Ideen hat, der hat mehr Lieder. Und ja, zurzeit ist 50-50, 4 Lieder, 2 Songs von Michi, 2 Songs von mir. Meine sind eher klavierlastiger und in Michi sind eher gitarrenlastiger. Heute spielen wir einen von Michi, wird heißen Film und ist eine ganz lässige Nummer eigentlich. Das heißt, woher kommen so ein bisschen die Inspiration zu euren Texten? Sind das so Geschichten, die aus eurem Leben kommen oder? Wie oder was? Unterschiedlich. Es kann sein, dass mir zum Beispiel irgendwas einfällt beim Text schreiben, wo ich gern drüber schreiben möchte. Ein Thema zum Beispiel, das ist jetzt das Film, das mit der Metapher als Film, dass man glaubt, dass man im falschen Film sitzt, manchmal in gewisse Situationen von seinem Leben. Dann greift man sowas auf und sonst teilweise auch, kann auch komplett sinnlose Sachen sein, wo man einfach einen Text halt drüber schreibt. Nicht? Also, wie es gerade kommt von meiner Seite aus, ich weiß nicht, wie es bei Mario ist. Mir geht es ganz gleich. Ich habe ja eigentlich nur Erfahrung mit englischen Texten und für mich war das ganz neu, auch zum Singen, weil bei Deutsch kann man sich dann doch nicht mehr so hinter den Phrasen verstecken und muss vielleicht ein bisschen offener werden und das war eine große Herausforderung für mich, aber es macht irrsinnig Spaß. Das heißt, an welche Bands orientiert sich da jetzt im deutschsprachigen Bereich? Also Englisch haben wir gerade Coldplay, Metal-Bands und wo setzt da so deutsche Gruppen? Also ich mag Jupiter Jones ganz gern und von uns in Julian LePlay, den finde ich auch ganz gut eigentlich, muss ich sagen. Und sonst aber eher so, ich orientiere mich eher so an Britpop-Bands eigentlich, das ist so genau mein Ding, was ich so gern mag und Indie-Rock-Sachen ein paar. Also gar nicht so viel deutschsprachige Sachen eigentlich, fällt mir gar nicht so viel ein. Wie schaut es da bei dir aus? Coldplay. Ich bin ein riesiger Coldplay-Fan und versuche das irgendwie, die Stimmung ähnlich einzufangen, weil mir das irrsinnig taugt. Also die ganzen Sachen, wie sie sich aufbauen und die ganzen atmosphärischen Sachen, das mag ich irrsinnig gern. Und hört man auch in meine Lieder durch den Klaviereinfluss ein bisschen mehr da mich gespürt für die Delay-Gitarre. Schlässig. Also ein bisschen U2 ist auch dabei. Eine bunte Mischung. Wir hören ja später dann jetzt noch was von euch. Bekommt man euch auch live zu hören? Ist noch nichts ausgemacht. Aber bitte, jeder, der uns sieht und dem das gefällt, bitte bei uns melden. Es gibt mittlerweile eine Facebook-Page. Ist facebook.com/lichtspielerband zusammengeschrieben und klein. Und es gibt auch eine Internetseite, die ist aber gerade im Aufbau. Heißt www.lichtspieler-band.at. Das heißt, da kann man dann Anfragen hinrichten und ihr spielt es dann auf? Ja, das schauen wir mal. Jetzt wird einmal im Juli wird jetzt einmal das Demo aufgenommen und dann schauen wir mal weiter. Mit 4 Liedern kann man außerdem nicht groß mal aufspielen, aber... Viermal hintereinander. Ja, vielleicht, wenn wir später spielen, dass die Leute nachher nicht mehr so merken, ne? Dann mischen wir durch. Wir hören uns jetzt Lichtspieler an mit Film, also Film ab. Falschen Film. Alle warten nur darauf, dass die Vorstellung beginnt. Am liebsten würde ich Plätze tauschen mit einem dieser Stars. Wie mit Bruce Willis in Die Hard. Doch es ist gut, wie es ist. Ich bin, wer ich bin. Und das mit all meinen Fehlern. Lange noch
Wunsch, es könnte anders sein. Ich wäre ganz weit fort. Berlin, London, Amsterdam, Paris oder New York. Doch es ist gut, wie es ist. Ich bleibe, wo ich bin. Und ziehe weiter meine Kreise, bis ich angekommen bin. Ja, liebe Freunde von Highway TV, das war's auch schon wieder von uns. Ich freue mich darauf, Sie nächste Woche ein weiteres Mal bei uns begrüßen zu dürfen. Bis dahin, eine schöne Zeit, machen Sie's gut, alles Liebe.